Und weiter geht's mit der letzten Mission der Russwirt-Kampagne. Das auch, du. Eieiei, was kommt denn hier? Ich hoffe, der Gulagort kriegt das hin. Ohne die gesamten Gebäude hier auszuschalten. Oh ja, gut, wenn die näher dran sind, dann geht das ganz gut. Ja, bitte. So, wenn ihr dann schon mal da seid, dann möchte ich auf jeden Fall hier noch Wachposten aufgebaut haben. Aber gut, erstmal könnt ihr ja reparieren. Ihr könnt ja beide reparieren. Was sich da machen lässt. Was gibt's zu tun? Eine unserer Einheiten hat den Veteranenrang. Wir brauchen aber vor allem gerade Eisen. Phew. Also dieser Sprenger-Kit ist cool. Was maßen die sich an, mich in Frage zu stellen? Wieso? Wir können alles reparieren. War das jetzt geskriptet, dass er das sagt? Ah, vorsichtig, hier drüben ist die Tesla-Spule. So, du musst jetzt mal die Stromversorgung wegmachen. Überall wird noch die Stellung gehalten? Gut. Da müssen wir mal vorrücken langsam. Also sobald man wirklich mal die schweren Mechs hat, dann hat man so langsam das Gefühl, endlich Kontrolle zu bekommen. Aber das ist halt eben erst Endgame, ne? Eine weitere Mission? Was liegt diesmal an? Ich höre. Erledigt. Ich seh's. Wir können loslegen. Hauen wir ab! Nehmt das! So, nächster Gulagort ist da. Er kann gleich mal hochkommen, weil sobald er da ist, wird es wahrscheinlich schon die Tesla-Spule deaktiviert sein. Okay. Ansonsten. Ja, komm, noch einer. Auch soweit geschafft. Dann repariert ihr mal hier und ihr repariert da. Wir können alles reparieren. So. Nächste Tesla-Spule Kaputski. Eine unserer Einheiten hat den Veteranenrang. Der hier wird dann wahrscheinlich schon sogar Elite werden bei den Kills. Von was wurden die jetzt zurückgeschlagen? Ja, jetzt kriegen wir mal ordentlich Ressourcen rein. Das ist der Wendepunkt. Suchen Sie nach Freiwilligen? Pioniere hier. Wir sind ja alle Freunde. Das sollte erstmal halten. Vorwärts. Mittlere Brücke holen. Können wir überhaupt dann schießen so? Im Falle eines Falles mache ich den MG-Turm mal dahin und den Geschützturm da drüben. So, Eisenmine auf jeden Fall. Gut. Warum? Warum zur Hölle? Leute? Wohin wollt ihr die ganze Zeit? Nicht in die nächste Tesla-Spule reinrennen, das ist keine gute Idee. Was liegt diesmal an? Sie reparieren einen Generator. Eisen wird gleich mal vortrefflich genutzt. Den Kanonenturm machen wir dann bald noch.
Schauen wir auch mal, ob er dann auch schießen kann, aber müsste er eigentlich. Ich glaube, der müsste erhöht genug sein dafür. So in etwa. Diesmal kämpfen wir auch nicht gegen Saxony, was bedeutet, wir haben nicht das Problem, dass jetzt überall plötzlich diese Eisenhanse stehen und uns alles zerbomben. Da kann man sogar halbwegs glücklich werden. Was, wo? Hä? Was? Wann zur Hölle sind die da hingekommen? Wahrscheinlich durchgekrabbelt irgendwo. Das ist nicht gut. Wir können loslegen. Das ist nicht gut. Ich höre. Nicht gut. Nicht gut. Verdammt nochmal. Komm, 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 das schaffst du noch. Nein, der hat euch doch mal. Das da unten ist auch. Ach, kommt schon, ey. Wann zur Hölle haben die sich überhaupt durchgeschlichen? Aber die lassen wenigstens die Wachposten in Ruhe, wenigstens etwas. Ey, der war so schön befördert. Ich will dann gerne meinen verlorenen Kollege Rottern gleich wieder. Ich meine, die Wachposten machen weiter eine gute Arbeit. Darf ich überhaupt geschafft? Sind aber echt stark. Selbst die mit dem MG sind gar nicht mal so schlecht, auch gegen etwas gepanzertere Gegner. Zurück und heilt euch. So, Yannick, bist du da? Mach mal bitte. Wo kommen die eigentlich her? Spawnen die einfach vom Kartenrand irgendwo? Ach, Mann, dann wundert's mich nicht. Aber wenn von. Was liegt diesmal an? Mache mich sofort auf den Weg. Lassen Sie mich raten. Ich muss weiter. Sie reparieren einen Generator. Auf der Suche nach Panzereinheiten. Ich kann helfen. Geschoss unterwegs. Nehmt das. Da drüben sind sie. Jetzt bist du nicht mehr so stark, was? Jetzt ist die Sache. Wie verteidige ich das am besten? Bei jedem Generator noch extra Bunker aufstellen? Na gut, was willst du anders machen, ne? Weil wenn die einfach irgendwo random vom Kartenrand spawnen, dann hilft mir das relativ wenig, strategische Position zu halten, sondern da muss ich jetzt überall babysitten. Dann nehmen wir einfach mal. Was zur Hölle ist denn? Hier, die kommen einfach aus dem Nichts! Oh Mann! Okay, ich brauche dringend Verstärkung. Ich dachte, ich hatte strategische Position und habe wenigstens die Illusion von Kontrolle in dem Spiel. Die Gegner kommen einfach von überall aus dem Boden, alles klar. Schön. Halt mal. Wir schauen mal, was sich da machen lässt. Anweisungen? Was sollen wir uns an die Arbeit? Sie reparieren einen Generator. Nee, kommt schon, nicht ernsthaft. Und da nehmen Sie mir jetzt die Eisenmine ein. Welchen Generator reparieren die jetzt eigentlich schon wieder? Sag mir bitte nicht. Hä? Jetzt die zwei gab's doch nicht. Ein neuer Auftrag? Wo? Mache mich sofort auf den Weg. Ach da! Ja, stimmt, da habe ich ja auch noch. Okay. Weiß ich Bescheid.
Gut, ja gut, was willst du dagegen machen? Gegen diese Masse, die da öfters mal im Hinterland spawnt? Selbst wenn ich da alles mit Bunkern absichere, hilft das nicht sehr viel. Ich möchte meine Eisenmine wieder haben, danke. Die wollen meine Ingenieure jagen, ja. Was soll ich wirklich bei jeder Stromversorgung Gulegarot abzustellen, wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber das Wirkungslimit ist da ziemlich stark begrenzt für. So, das ist soweit abgewehrt. Steht hier immer unterwegs. Ihr seid nicht befördert. Ihr seid nicht befugt. Was liegt diesmal an? Zeit loszuziehen. Oh, wann ist denn der jetzt schon wieder dahinter gelaufen? So, Janek. Du musst jetzt mal hier drüben noch dafür sorgen, dass hier noch gesichert ist. Und dann, sobald ich jetzt endlich die Brücke gesichert habe, also den Fluss, muss ich jetzt wirklich überlegen, wie ich bitte... weitermache. Bezüglich. Wir haben die Mine. Hinterland absichern. Ein neuer Auftrag? Mehrere Gegner gesichtet. Weil da kommen ja schon wieder welche. Wo immer wir gebraucht. Ich höre. Golai Gott. Mehrere Gegner gesichtet. Was soll das? Gut, okay, ich glaube. Mit Glück reichen die. Oh shit. Wie soll ich den da jetzt wieder... Oh Gott, verdammt nochmal, das... Wenn der da drin stirbt, wie soll ich den holen? Gut, okay, ich könnte mit Artillerie... ich zerschieße jetzt mit Artillerie die Dinger. Die Mission ist Krampf. Bist halt ständig am Hinterherrennen. Hier, das kriegt er natürlich wieder deaktiviert, weil ich werde bei jedem kleinen Futz abgebrochen, wenn ich irgendjemanden wiederbeleben will. Aber die Gegner können da ewig lang, selbst wenn da eine Atombombe einschlägt auf den Kopf, können die immer noch weiter das Ding reaktivieren. Das macht überhaupt nichts. Ach, kommt schon, ey. Ja gut, bleib einfach da hinten stehen, komm. Ich geb's auf zu versuchen, da jetzt irgendwie. Hoffen wir mal, dass die Bunker reichen, um einfach alles zu halten. Und dann nimmt sich die Kollege Rotz um. Ja, die kommen da wirklich raus wie sonst was. Ich brauche nur Koordinaten. Feindliche Einheiten in Sicht. Ja, klar, natürlich, da kommen auch noch welche. Zusammen mit zwei, das ist echt übel. Das könnte vielleicht die erste Mission mit drei Parts werden. Ja gut, okay, ich kann Janek hier wiederholen, aber... Mehrere Gegner gesichtet. Bereit, den Hammer kreisen zu lassen. Warte, ich war das auch relativ beschränkt. Mehrere Gegner gesichtet. Na komm, dann holen wir uns Janek so wieder. Held wird zurückgeholt. Okay. Unsere Befestigung wird angegriffen. Zeit loszuziehen. Ein bisschen so aufstellen, bitte. Aber das eine Ding kriege ich hoffentlich zerschossen. Oh ja, das ist nicht schlecht. Hintere wird wahrscheinlich schwer gehen. Ich höre. Mehrere Gegner gesichtet. Ich seh's. Was muss getan werden? Ich verursache keinen Schaden! Kommt und wir gehen zum Ziel und zu den anderen! Ein neuer Auftrag? Das hat mich jetzt schon ein bisschen kürre gemacht, als es hieß, ich verursache keinen Schaden. Ich habe doch keinen Paladin in meiner Gruppe. Ah, gut. Einmal bitte noch kaputt machen, bitte. Von denen wird nichts übrig.
Man muss da immer manuell mitschießen. Das ist auch ein bisschen gemein. Neue Anweisung. So, Yannick, du bist ja auf dem Weg, ne? Perfekt. Ja gut, dann schaue ich mal, dass ich... Pioniere hier. Aber meine Elite-Pioniere hat es schon zerhackt, ne? Wo immer du Gorot hier. Mache mich sofort auf den Weg. Was gibt's zu tun? Das Wichtigste ist... Ein neuer Auftrag? Dass ich jetzt hier irgendwie mit Posten absichere. Ja, hier, es wird zu eng, um dann auch selbst durchzupassen. Dann machen wir es so, liebe. Befestigung. Was liegt diesmal an? Einheit entdeckt. Ich höre. Okay. So, bitte da hinten noch und dann können wir vorrücken und das letzte Teil holen. Ich meine, jetzt kommen die hier auch gar nicht mehr durch. Oh, hi. Lassen Sie mich, wir müssen Sie loswerden. Unsere Befestigung. Lassen Sie mich loswerden. Ja? Mehrere Gegner gesichtet. Komm, einmal noch. Dann kommt die Kavallerie. Umdrehen, Sprenggeschoss. Okay. Ich würde sagen, damit lässt sich erstmal leben. Ja, natürlich. Sie reparieren einen Generator. Was liegt diesmal an? So, ihr geht jetzt mal darüber. Mehrere Gegner gesichtet. Gott, okay, einfach Brücke halten ist hier schwierig. Hier ist ja alles voll. Was liegt diesmal an? Die nächste Tesla-Spule ist da hinten, deswegen bleiben wir mal hier lieber stehen. Eine unserer Einheiten hat den Veteranenrang erreicht. Noch einen, bitte. Was muss getan werden? Das Volk könnt ihr mal looten. Stärken wir mal unsere Verteidigung. Aufwerten und dann sind die Golegorots hier erstmal so weit. Och nö, direkt neben der. Das ist einfach so. Aber ich glaube, kann sein, dass es immer die gleichen Positionen sind und ich es mir wenigstens merken kann, wo die rauskommen. Was hier, ne? Schau ich mal, wenn das wirklich ein fester Punkt ist, wo sie kommen. Ja, doch, sind's. Okay, ich glaube, das sind wirklich solche. Untergrundaufzug. Okay, okay, okay. Wenn es wirklich feste. Dann nehme ich ein bisschen zurück. Dann ist es nicht hundertprozentig random. Dann kann ich wenigstens diese Dinge hier bekämpfen. Ich habe einen Trupp erledigt. Wie geht's weiter? Mehrere Gegner gesichtet. Mehrere Gegner gesichtet. Soll bedeuten. Mehrere Gegner gesichtet. Hello, my friend. Befestigungen gewinnen Krieger. Mehrere Gegner gesichtet. Unsere Befestigung wird angegriffen. Holla. Meine Güte. Okay, nehmen wir mal an, dass ich das damit tatsächlich jetzt doch mal unter Kontrolle bekomme. Unsere Befestigung ist bereit. Mehrere Gegner gesichtet. Ah, gut. So. Nichts und niemand kommt an uns vorbei. Geben Sie mir was zu vernichten wie Sie! Unsere Befestigung wird angegriffen. Unsere Pioniere. Sie reparieren einen Generator. Unsere Pioniere werden ihren Himmel verdunkeln. Wo? Ach, da. Golei Gorot hier. Sie zeigen
uns ein Problem, wir behindern. Warum Schaden der Rückenpanzerung? Was zur Hölle? War das ein Bumerang-Geschoss oder sowas? Wir sichern das Gebiet. Was muss getan werden? Nichts und niemand kommt an uns vorbei. Wir sehen die Stelle. Mehrere Gegner gesichtet. Gebäude-Upgrade abgeschlossen. Ich möchte mal bitte ein paar Gebäude loswerden. Ich brauche mehr Bauplatz. Ich hätte gern noch zumindest irgendeinen... Obwohl, das kann eigentlich der Kanonenposten werden. Anweisungen? Pioniere hier. Ich darf trotzdem nicht hinbauen, schade. Das sind die Bauplätze tatsächlich vorgegeben. Na gut, im Falle machen wir es dann so. Zack. Und wehe, da kommt mir noch irgendwas raus, was mir auf den Sack gehen kann. Ein neuer Aufbau. Schauen mal, was sich da machen lässt. Pioniere hier. Sie haben mich im Visier! Haben einen Infanterietrupp verloren. Feindliche Einheit entdeckt. So. Mehrere Gegner gesichtet. Sie reparieren einen Generator. Ja, war klar, aber... Gebäude-Upgrade abgeschlossen. Unsere Befestigung ist bereit. Unsere Befestigung wird angegriffen. Unsere Befestigung wird angegriffen. Hier ist jetzt erstmal soweit gesichert. Dann hätte ich gerne das Teil, was ich da drüben gesehen hatte, da. Und wahrscheinlich gibt es noch mehr von diesen Dingern überall, aber wenn ich schon mal einen Großteil von denen zugestopft bekomme... Leute, ihr dürft gerne die restlichen auch noch kaputt machen. So, Zubov können wir auch mal zurückholen dann. Sollte wieder funktionieren. Unsere Arbeit ist noch nicht getan. Mehrere Gegner gesichtet. Infanterie hier. Ich brauche nur Koordinaten. Ihr könnt mal heldenhaft Einheitenlimit schaffen. Ein neuer Auftrag? Wir sehen unsere Befestigung wird angegriffen. Was liegt diesmal an? Feindliche Einheit entdeckt. Das sind keine Verbündeten. Es war so klar, dass die jetzt kommen, jetzt wo ich etwas bauen will. Vorsichtig! Artillerie-Mac wartet auf Anweisungen. Was liegt diesmal an? Ein neuer Auftrag? Hier müssen wir da. Das war mal eine Abreibe. Schau mal, was sich da machen lässt. Du meinst ja eine Abtreibung. Was gibt's zu tun? Du kannst mal versuchen, Zug aufzureißen. Das würde mir Ressourcen sparen. Unsere Befestigung wird angegriffen. Sie reparieren einen Generator. Ein Held ist außer Gefecht. Golai Goro. Feindliche Einheit. Haben wir diesmal einen Ach so, wegen der Tesla. Das waren nicht die letzten. Hier drin, die ich höre. Unsere Befestigung wird angegriffen. Was liegt diesmal an? Mache mich sofort auf unsere Befestigung wird angegriffen. Unschön. Dann ist der Kanonenposten überhaupt nicht richtig trifft. Werden. Wir können loslegen. Wir sehen unsere Befestigung wird angegriffen. Wo immer wir sind. Hier ist ein einzelner Gegner. Stärken wir mal unsere Verteidigung. Okay, ganz alleine schaffen die es nicht, die Brücken zu halten. Die müssten schon klein, zumindest einen Gulagorod noch mit dabei haben. Aber ansonsten könnten wir jetzt mal schauen, dass wir auf der rechten Seite weiter vorstoßen. Lassen Sie mich ran. Unsere Befestigung wird angegriffen. Was liegt diesmal an? Ich ja gut, okay. Jetzt haben wir schon einen. Unsere Befestigung ist bereit. Suchen Sie nach Freiwilligen? Feindliche Einheit entdeckt. Zubov, bitte wiederkommen. Ein neuer Auftrag? Immer. Wir schauen mal, ich was kann wir machen. So, du schaust mir mal, dass du die Stromversorgung hier kaputt kriegst. Dann schaffen wir es vielleicht sogar noch diese Folge. Mehrere Gegner gesichtet. Ich seh's. Ich sehe, dass du siehst. Nimm das! Ich sehe, dass du siehst, dass du siehst. Und nur Reverse Card. Wird angegriffen. So, übrigens, wir brauchen Einheiten damit und so. Sie haben mich im Visier!
Teste mal, ob die Tesla-Spule noch funktioniert. Dankeschön. Das gibt es nicht. Warum? Warum geht ihr immer einfach vor? Das ist einfach... Mein Gott. Das Ding ist gerade zur Elite geworden. Ich gehe voran. Lassen Sie mich raten. Mehrere Gegner gesichtet. Ich seh's. Es ist wirklich so schwer, einfach die Stellung zu halten. Feindliche Einheit entdeckt. Die oder ich? Unsere Befestigung wird angegriffen. Geil. Schluss weiter vor, sobald ihr das Ding habt. Mache mich sofort. Jetzt könnt ihr vor. Dankeschön. Wir können loslegen. Ihr könnt mal hier reparieren. Jetzt auch mal mitkommen. Hier ist soweit noch alles gehalten. Wunderbar. Sie reparieren einen Generator. Wo denn jetzt schon wieder? Was sich da machen lässt. Nein. 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 Oder da oben vielleicht. Das könnte natürlich sein. Was liegt diesmal an? Machen uns auf zu eurer Bestes. Mehrere Gegner gesichtet. Das sind keine Verbündeten. Wir haben sich tatsächlich den da hinten geholt. Sollte wieder funktionieren. Vernichten wir sie! Da kommen sie. Dieses Luca sind so nervig. Jetzt komm, jetzt treff den doch. Ach, wollte schon sagen, ey. Zeit loszuziehen. Ich höre. Lassen Sie mich raus. Unsere Arbeit ist noch nicht. Ich greife sie eins nach dem anderen. Was liegt diesmal an? Ach, hi. Schön, dass ihr auf der... Oh nein, da hinten ist auch so ein Ding. Okay, wo sind meine Ingenieure, die hier aufbauen? Stimmt, ja. Apropos, hier habe ich auch noch gar nicht weiter aufgebaut. Sollte ich auch mal pushen. Befestigungen gewinnen Kriege. Und ruft da. Hui. So, bereiten wir mal alles vor, um dann auch da drüben noch kaputt machen zu können. Unsere Befestigung ist bereit. Und speichern wir nochmal. Hör, Opfer. Oh, ich muss wirklich sagen, das ist bis jetzt, glaube ich, wirklich die schlimmste Mission im Spiel. Also auch so, was Nervpotenzial angeht, einfach nur. Es ist halt... Wir können loslegen. Also ich würde nicht direkt sagen, dass die Mission schwierig ist. Sie ist einfach nur nervig. Weil du halt überall micromanagen musst. Weil überall jetzt ein Generator zurückgeholt musst. Du musst überall aufpassen, dass bloß nirgendwo sich irgendwas durchschleicht, was wieder irgendwas wegmacht. Ich unsere Befestigung ist bereit. Gut. Was muss getan werden? So. Dann hatten wir ja da drüben irgendwo nochmal so einen schönen Punkt. Da. Bei Zuboff. Hör mal, was ist denn hier eigentlich los? Ich will doch nur eure Stromversorgung plätten. Danke. So. Ich glaube, das war's, ne? Ah, ne, das war gerade mal die erste. Oh, verdammt. Tesla-Spule ist da hinten. Das heißt, ich darf noch ein bisschen vor. Also, mal bis hierhin dürft ihr auf jeden Fall gehen. Hat irgendjemand gesagt, ich brauche noch mehr Gulagorots, ja? Okay. Stärken wir mal unsere Verteidigung. Ich meine, das ist den Stromgenerator. Ich glaube, den kriege ich auch einfach so kaputt mit meinem Gulagorots von außen. Aber um ganz auf Nummer sicher zu gehen. Bereit, um Russland zu beschützen. Unsere Befestigung ist bereit. Unsere Befestigung wird angegriffen.
Mehrere Gegner gesichtet. Wo immer wir gebraucht werden. Wir bringen unsere Ärsche in Deckung. Anweisungen? So. Was muss getan werden? Ich höre. Dann mach mal hier oben noch weg. Dann wird's so langsam. Ein neuer Aufbruch. Gegner gesichtet. Okay. Ah, wir haben die 400, wunderbar. Anweisungen? An einen weiteren Posten, ihr Pfosten. Befestigungen gewinnen. Mehrere Gegner gesichtet. Automatischer Vollpfosten, einfach nur. Eine gute Menü, Roswitz. Sekundärziel abgeschlossen. Sehr gut. Ich würde sagen... Rücken wir weiter vor. Unsere Befestigung wird angegriffen. Unsere Befestigung ist bereit. Sogar dahin. Ja, hi. Euch habe ich zwar gerechnet, aber nicht so früh, tatsächlich. Tatsächlich, da unten ist seitdem niemand mehr gekommen, ne? Vielleicht könnt ihr immer noch von einem Punkt auf einmal spawnen. Warum habe ich plötzlich so heftige anale Schmerzen bei dem? Oh mein Gott, was ist denn hier schon wieder los? Oh, die Rakete ist klasse. Wenn ich alle meine Veteran-Gulikorots immer durch die Tesla-Spulen, durch hier Suizide-Aktionen draufgehen würden, könnte ich viel mehr von denen abschießen. Gottes Willen, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Wo kommt das alles her? Was gibt's Neues? Wir können loslegen. Mann, meine ganzen Gulikorots, wo ist... Ich brauche viel mehr Pioniere, wo sind die alle? Ihr... Alter, was ist denn hier los? Ich komme mir vor, jetzt wie im ersten Command & Conquer und ich hätte gerade einen Tiberium-Sammler angehustet. So, Wolf, ich brauche dich und deinen Sexappeal-Sprung sofort an der Front. Hier repariert mal den Veteran, bitte. Durchkämmt die Verwüstergeschosse. Bitte drauf schießen. Und schnell für ein Ende sorgen. Danke. Sehr gut. Oida. Das war ein guter letzter. Aber dass sie halt wirklich von überall kommen, das ist echt eklig. Denkt bloß nicht, dass ich hier euch hier durchlasse. Wo immer wir gebraucht werden. Wartungstrupp hier. Die MGs hören sich. Die MGs sind ziemlich effektiv, aber die hören sich so billig an, als würden die das so knallfrische zünden. Ja, okay, das sind so typische Erste Weltkriegs-MGs. Die haben sich jetzt nicht so satt angehört. Das war auch vor allem die Wassergekühlten. Es kann doch sein, dass das die Wassergekühlten MGs. Ja, ich glaube, das sind so typische. Ja, das sind Erste Weltkriegsmaschinengewehre. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Das sollte erstmal halten. Ich meine, so eine Wasserkühlung für die MGs hat natürlich große Vorteile. Unter anderem, es gab Schlachten, bei denen berichtet wurde, dass, glaube ich, über mehrere Tage, also über 24 Stunden lang, durchgängig die MGs aktiv waren, also an einer Spur. Das kannst du mit normalen Maschinengewehren nicht machen, wegen der Überhitzung. Mit denen, mit Wasserkühlung kannst du es natürlich machen, aber der Nachteil ist eben, ja, du musst halt dauerhaft Wasser kühlen, ne? Das ist vor allem für die Briten schlimm, da wird das ganze Teewasser verbraucht. Ja. So, wir können mal weiter vorrücken. Aber ganz ohne Scheiß. Britische Panzer im Zweiten Weltkrieg hatten eine extra Vorrichtung, hatten in Panzer extra Teekocher eingebracht.
Da denkt man sich, man kann gar nicht so viel in Klischees denken und dann gibt es wirklich solche Sachen, reale Geschichten, wo sie einfach denkt, okay, alles klar, irgendwo müssen die Klischees ja auch herkommen, ne? Gut, ich würde sagen, wir klopfen mal an. Sollte wieder funktionieren. Ist es richtig? Ich höre. Machen Sie Meldung. Wir können loslegen. So. Speichern und dann klopfen wir an und dann, jetzt haben wir eigentlich schon ein bisschen überzogen für die Folge, aber wenn es das jetzt war und kein extra... Ziel erfasst! Gut, weiter so! Das Tor gibt bald nach! Gut so! Zerstört das Tor und verschafft mir Zugang! Na endlich! Los, los! Jawohl, okay, ich dachte schon fast, jetzt kommt vielleicht sogar nochmal ein extra Bonus, dass ich jetzt sogar das Tor nochmal verteidigen muss eine Weile lang oder so. Oder dass die noch viel länger drauf schießen müssen. Und das heißt, ja, wir brauchen jetzt eine halbe Stunde, um dieses Tor kaputt zu machen. Und so lange verteidigt bitte hier den Bohrer. Oder wer auch immer gerade drauf schießt. Ja, alles klar. Dann war das die letzte Mission der Russwit-Kampagne. Gott, also die war echt, also die möchte ich nie wieder in meinem Leben spielen. Also höchstens im Koop, um irgendwann die Bonusziele zu machen. Mal gucken, ob es mal irgendwann der Fall sein wird. Und, ja, ich habe aber gehört, die Saxony-Kampagne soll mit die besten Missionen haben und vor allem oftmals Missionen, bei denen man mit Verbündeten spielt. Also ich glaube, die Saxony-Kampagne könnte mein Liebling werden, schon allein spielmechanisch auch schon. Weil zum einen spiele ich gerne mit Verbündeten und an sich soll es gut designte Missionen haben, von da bin ich echt mal gespannt. Es gibt viele, die sagen, ich bin mit den Russwert-Missionen enttäuscht gewesen, so. Also, dass sie Russwert als Fraktion mögen, aber dass sie die Missionen mit am schwächsten fanden in im gesamten Spiel. Und gerade jetzt, nachdem ich diese letzte gesehen habe, kann ich schon sagen, spielmechanisch, ja, ja, das war... Puh, ich meine, einige Missionen waren echt cool, beispielsweise die, wo man mit Yannick ja aus diesem Labor geflohen ist und so, also es waren eigentlich echt coole Missionen dabei, aber manche, wie jetzt die letzte, waren schon echt, schon echt krampfig. Aber gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, wir sehen jetzt die Endsequenz und wie es wahrscheinlich zur Saxony-Kampagne übergeht, mit der wir dann danach weitermachen. Naja gut, ja, erstmal hier. Gibt's erstmal Flosse, Genosse. Okay. Hier ist es. Hier hat er die Automaschinen erschaffen. Was ist da los? Starke feindliche Verbände nähern sich vom Norden, Kolonel. Zart. Haltet den Eingang, und zwar mit allen Mitteln. Und ihr, sucht ihn. Durchkämmt das Gelände und bringt mir Nikola Tesla. Los, los, los! Das ist das Haus? Taktoschne, das muss es sein. Es ist das Letzte. Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie mein Eigentum nicht noch mehr beschädigen würden. Wir beschlagnahmen hiermit alle Dokumente, Werkzeuge, Maschinen und andere relevante Objekte. Sie werden nur nicht viele Dokumente finden. Es ist alles hier drin. Auch gut. Sie werden viele Gelegenheiten haben, Ihr Wissen zu teilen. Sie genießen nämlich ab jetzt die Gastfreundschaft von Mutter Russwirt. Mutter Russwirt? Oder Fenris? Können Sie mich herausholen? Ostavich, hier reden die Erwachsenen. Können Sie? Ja, sicher. Es gibt nur eins, was schlimmer ist als ein Feind, ein Verräter. Auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Du wirst noch länger warten, Kleiner. Stellt die Bude auf den Kopf! Bringt mir alles, was ihr findet! Es ist aus. Sie haben verloren. Heute haben alle verloren. Was? Was ist hier los? Was haben Sie getan? Colonel Zubov, nehmen Sie bitte die Waffe runter. Was zur Hölle machen Sie hier, Gunther? Dasselbe wie immer. Ihnen in den Arsch treten. Ja, nice.